Moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal S-Team 53. Ja, wir hatten letztes Mal das Thema Küchenwaage. Die haben wir mittlerweile umgetauscht, weil da war absolut nichts mehr zu machen. Ja, jetzt versuchen wir es mit einer neuen. Und zwar aus dem Hause Woolworth, Finn Zehnerle. Und dann hoffen wir mal, dass die jetzt funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir packen sie einfach mal aus. Ihr seht vom Format her dasselbe und halt ohne Muster, denke ich mal, sondern einfach völlig neutral. Ja, so ist das. Ne? Manchmal muss man auch mal ein bisschen zurückstecken und sagen, okay, komm, heute mal ohne Muster. Ne? Kann man sich aber im Zweifel immer noch aufmalen, wenn man möchte. So, wir gucken mal. Erstmal schon mal in Luftpolsterfolie eingepackt. Ne? So kennen wir das bei dem anderen nicht, tatsächlich. Ihr hört schon knistern, macht immer Spaß. So, und ja, da ist das Nörmel. Ne? Die Beschreibung haben wir gleich hier mit drin. Ja, es gibt hier in zwei Farben, schwarz und ja, die andere Farbe halt. Und die andere Farbe, die musste ich natürlich erwischen. Besonders gut für Raucherhaushalte, ne? Wenn man es macht, ob man es Aber verkauft. es ist Glas, ne? Muss man dazu sagen. Gut, ich würde sagen, wir schalten sie einfach mal an. Wenn der Schniepel raus ist. Im Übrigen, hier haben wir mal keine Schraube hinten. Das heißt, hier können wir einfach den Deckel öffnen. Dann fliegt er auch runter. Ja, da wird schon wieder da hinten gelackt auf den billigen Plätzen. Ja, also ihr seht, da kann einiges passieren. Na? Wir heben mal die Batterie raus, den Schniepel raus, die Batterie wieder rein. Dann sollte das Ding gleich an sein. Vorausgesetzt, wir haben jetzt alles richtig gemacht. So, ja. Die zeigt im Moment auch wirre Werte an, aber wir gucken mal. Ja, hier haben wir das Gleiche. Da hat man schon eine. Es ist echt zum Wildwerden hier. Klar. So, hier sind wir jetzt bei Kilo. Bei 0,34 Kilo ist hier jetzt 3,6, 3,7. Also auch die Waage scheint tatsächlich dran zu scheitern. Ich habe jetzt einfach mal was draufgelegt. 37, also nachdem ich sie runtergenommen habe. Beim Rauflegen 67, 66, je nachdem. 37. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Auch hier werden wir eigentlich keine große Anleitung drin finden. Ne, Wiegefläche, Display, Ein- und Aus-Taste. Kunststofffüße mit Sensoren, Knopfzelle, Batteriefach, Einstellungstaste. Ja, die Einstellungstaste, das ist hier die Nummer 7, Unit. Ja, das ist halt hier wie bei der anderen auch hier Milliliter und sowas. Ne? Aber dass sie von sich aus nicht gleich auf Null ist. Das ist sehr störend. Also normalerweise müsste sie, wenn ich die jetzt hinstelle, müsste die stumpf auf Null gehen und das tut sie nicht. Also jetzt habe ich sie ein bisschen weiter nach vorne gelegt. Ja, also auch wieder nur zu gebrauchen als Wasserwaage. Ja, das dürfte die gar nicht anzeigen, weil die nimmt ja das Gewicht hier von den Füßen. Ja, und die berühre ich nicht. Und ihr seht, das kann es nicht sein. Ja, gut, also ihr seht, auch für 10 Euro bekommt ihr immer noch Schrott, was Küchenwagen angeht. Auch die ist nicht zu empfehlen. Das heißt, den Schniepel machen wir da wieder rein und der nächste Umtausch folgt. Ach, wie schön. Ja, so kommt man auch zu was. Ja,
schön. Ja, ich dachte, ich teste mal für euch die Küchenwagen und bisher hält keine von denen, was sie verspricht. Na, vielleicht habt ihr da noch mal eine schöne Idee, aber die taugt tatsächlich null. Ja? Da haben wir den gleichen Effekt wie bei der anderen für den Fünfer. Na? Mal schauen, der nächste Schritt eventuell Action oder keine Ahnung. Und wie gesagt, die geht wieder zurück. Ja, leider. Gott sei Dank ist Volvo hier um die Ecke, also keine Online-Bestellung. Aber ist halt ärgerlich, ne? Weil man eigentlich erwartet, dass die ordentlich wiegen sollte. Das heißt, wenn man sie einschaltet, dass die ja, sich austariert auf 0, man dann eben Tara drücken kann. Ja, 0, ne, wenn nichts drauf ist. Aber das erfüllt die voll nicht. Ja, so ist das eben, ne? Also normalerweise kenne ich das so, man stellt die ab, ja, schaltet die ein, sie ist auf 0, ihr packt was drauf, das Gewicht wird angezeigt, fertig. Wenn ihr es wieder runternehmt, geht es wieder runter auf 0. Ja, macht es hier nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also mal wieder eine Wasserwaage, aber keine Küchenwaage. Ja? Also für Gewichte zum Draufstellen oder so. Ne, wäre sonst auch wieder bis 5 Kilo gewesen. Ich meine, wenn ihr da andere, ja, andere Erfahrungen habt, könnt ihr es mir gerne mal hier reinhauen. Ne, im Übrigen ist das die Bezeichnung KC2215. Ja? Jo. Also das war mal wieder ein Reinfall. Nicht zu empfehlen, das Ding. Gut. Da machen wir auch keine langen, großen Tests. Das ergibt keinen Sinn. Ne? Das heißt, ich packe das Ding jetzt hier wieder rein. So wie es kam. Ne? Das hat, also die großen Tests hatten wir mit den anderen schon durch. Aber die ist der anderen auch sehr ähnlich von der Optik her. Könnte der gleiche Hersteller vielleicht hinterstecken? Vermute ich mal. Das heißt, wir werden einfach mal nach einer anderen Optik schauen und ja, da dann nochmal neu probieren. Also es scheint so, als wenn man an einer Küchenwaage nicht sparen darf. Ja? Gut, es gab früher auch manuelle, ne? Die sind aber tatsächlich sehr schwer noch zu bekommen. Ja, die wirklich auch bis aufs Gramm genau alles gewogen haben und so. Das war natürlich viel besser. Ja? Weil wenn ihr da irgendwas verkehrt hattet, ja, dann wart ihr wirklich zu dämlich zum Wiegen. Aber das hier ist nichts. Also nicht zu empfehlen. Na? Ja, schade, schade, schade. Aber so ist es. Vor allem hier alles auf ausländisch hier hinter. Na? Batterien stets getrennt vom Artikel entsorgen. Ja, im Grunde könnte man es auch entsorgen, ja. Aber das machen wir dann über den Händler und dann ist das gut, dann kriegen wir unseren 10er wieder und dann ist das auch in Ordnung. Gut, ja, ich dachte, ich könnte euch jetzt mal hier schick was präsentieren, ja, dass ich endlich fündig geworden bin mit einer schönen Küchenwaage, die auch mal was taugt, aber leider nein. Ja, so ist das. Danke fürs Zuschauen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und so weiter da. Kanalmitgliedschaft nicht vergessen. Ja. So unterstützt ihr uns auch, ne, in unserer Arbeit. Ja, das ist ja auch nicht gerade ohne. Und ja, da wollen wir mal sehen, wer alles so freundlich ist und uns unterstützen mag. Ne. Vor allem, wie gesagt, habe ich da auch ein bisschen merchmäßig was in Planung. Wenn ihr da Bock drauf habt und ja, vor allem für Kanalmitglieder in erster Linie, ne? Und ja, den Suppenkasper schicken wir gleich wieder nach Abu Dhabi da, ne? Und dann geht das ab, ne? Also bleibt uns wohl gesonnen und wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.